Also mein Name ist Dr. Adriane Prahl und ich bin die Tierärztin hier. Genau, ich habe heute Morgen schon einen Anruf bekommen, dass unsere alte Elefantenkuh, die Chandra, uns die älteste in der Herde, nicht aufstehen kann. Also die lag in der Halle fest und schafft es nicht alleine, wieder auf die Beine zu kommen. Und dementsprechend haben wir heute schon große Aktionen mit allen Pflegern und Personal, die wir da hatten, gestartet, sie wieder auf die Beine zu kriegen. Wir mussten zum Schluss die Feuerwehr noch mit dazu holen. Die hat uns netterweise unterstützt mit Hydraulikkissen und auch mit Manpower. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Jetzt im Moment steht sie wieder. Das ist schon mal ein großer Schritt und läuft auch ein bisschen rum. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir ihn weiter stabilisiert kriegen. Und ist jetzt aber für einen Moment erstmal sind wir alle sehr erleichtert, dass es jetzt erstmal wieder ganz gut ausgegangen ist. Genau, also richtig über den Berg ist sie natürlich noch nicht. Also ein Elefant, der nicht mehr hochkommt, das ist natürlich kein gutes Zeichen. Aber wir versuchen jetzt erstmal von Stunde zu entscheiden, wie wir weitermachen. Wir behandeln sie jetzt noch weiter medikamentös und versuchen ihr Flüssigkeit zu geben. Und dann werden wir sehen. Vielleicht war es eine einmalige Sache und sie ist morgen wieder fitter. Werden wir sehen. Aber das können wir im Moment auch noch nicht so richtig sagen. Also Chandra ist 57. Das ist für einen asiatischen Elefanten wirklich schon alt. Das ist im Prinzip die Lebenserwartung. Also es gibt bestimmt einige, die werden auch mal 60, aber 57 ist wirklich ein stattliches Alter für einen Elefanten. Naja, man sieht ja an, dass sie nicht mehr die Jüngste ist. Ne? Also wie auch alte Menschen hat sie auch ein bisschen zu kämpfen mit Arthrose und ist relativ dünn, weil die Verdauung nicht mehr so funktioniert. Aber sonst ist sie ja noch ein festes Mitglied in der Herde und ist jeden Tag auch mit auf der Anlage. Und ja, wie das so ist bei alten Omis, läuft so mit und wird verhätschelt. Und wir müssen jetzt gleich mal besprechen, wie wir weitermachen. Jetzt versuchen wir sie erstmal in ihre Box hochzuholen, ihr nochmal Flüssigkeit zu geben. Und dann entscheiden wir jetzt Schritt für Schritt, je nachdem, wie sie dann ist.